Ja, du erkennst mich, hallo. Und in der Tat habe ich vor mehr als etwa einem Monat eine interessante Vorgehensweise kennengelernt. Es handelt sich hierbei um eine App, respektive mehrere Apps. Und die nutze ich vor allem dann, immer dann, wenn es darum geht, zu warten. Beispielsweise beim einer Bahnhof. Platz, wo ich mich jetzt gerade befinde, und ich zeige dir jetzt einfach, was ich ja entdeckt habe, kennengelernt habe, dass du es nutzen kannst. Okay? Also deshalb diese persönliche Einführung. Da bin ich hier beim Bahnhof, unschwer zu erkennen, auf den Zug zu warten. Und in dieser Zwischenzeit nutze ich diese Gelegenheit. Also hier. Ja, das ist der Blick hier. Und hier habe ich tatsächlich da diese 5 Euro. Es gibt eine Seite, womit das möglich ist, monatlich zu tätigen. Und eventuell auch mehr als 5. Ich zeige dir so gleich dann auch eine Methode, wo nicht nur 5 Euro monatlich ausbezahlt werden können oder mehr, sondern tatsächlich auch mathematisch gesehen sind es dann 10 Euro. Okay? Und darum geht es, dass im optimalen Fall bei der richtigen Vorgehensweise täglich zum tun zu können, einfach zusätzlich. Genau, also das ist die Vorgehensweise, das ist wie, ja, wie ein Gitter. Und sobald man die Kenntnis hat, funktioniert es, um das zu nutzen zu können. Und ja, das ist hier beim Bahnhof, wo es darum geht, auf den nächsten Zug zu warten, um dann fahren zu können. Also gehe jetzt hier rauf und nimm dir die Zeit, weil hier gibt es eine App, eine zusätzliche App, um fokussiert zu bleiben. Und da habe ich hier ja heute schon die ersten 100 Minuten lang konzentriert gewesen, um dir diese einzelnen Schritte aufzeigen zu können. Also dann ja 25 Minuten dauert das hier. Also wenn ich da jetzt das tun würde, dann kann ich sagen, okay, ich kann jetzt da abbrechen, will unkonzentriert sein und bleiben, oder ich sage, ich mache jetzt das, also ich kann jetzt da einfach aufgeben. Das wäre schade. Und demzufolge wächst die Pflanze. Und ja, jetzt gehe ich hier zu dieser App. Das ist diese hier. Also hier im Hintergrund erkennst du ja sehr schön, dass dieser Baum den ersten 25 Minuten wächst. Also das ist diese App. Und in der Tat gibt es hier diese Eingangstür, also bevor du überhaupt auf so eine App kommst, das ist auch eine, ist es erforderlich, sich zu registrieren. Das ist mal das Erste. Und für die Registrierung gibt es dann entsprechende interne Währung, das ist wie Cumulus-Punkt sammeln. Und dann gibt es durch die Apps, die hier genutzt werden, dann auch Prämien, und die lassen sich dann als PayPal auszahlen. Also das ist diese Methode. Und ich habe hier damit das Ganze schon gestartet. Also wir können jetzt diese App hier installieren und erhalte dann für die Nutzung pro Minute 36 Minuten, und das erhöht sich dann mathematisch gesehen jeweils um die nächste höhere Einheit. Genau. Und dann gibt es diese Apps hier. Und hier habe ich schon einige ausprobiert. Du erkennst hier anhand von den Zeiten, also hier das erste, habe ich einiges ausprobiert. Und ja, das wichtig ist zu erkennen, dass am Anfang, also ich gehe hier auf eines, wo noch 0 steht, das ist dieses hier. Das habe ich erst installiert.
das ist das Solitär, 0 Sekunden, Gesamtverdi 0 und plus 98 in 60 Sekunden. Und sobald ich das also 60 Sekunden spiele, also eine Minute entspricht das, dann erhöht sich diese Anzahl der Münzen um höhere. Das ist dann erklärt im System. Und damit lässt sich dann diese Münzen generieren. Und hier kennst du einfach, dass da das jeweils aufgerechnet wird und das ist das Konto. Und da ja, habe ich da in der Tat, gehe da ganz zurück, vor exakt 2 Wochen das hier mal ausprobiert, kennengelernt, weil mir das wurde angezeigt. Und da habe ich über PayPal eine erste Auszahlung getätigt und es hat innerhalb von 2 Tagen, also respektive am Abend, habe ich getätigt. Und am nächsten Tag um 8 Uhr wurde es gut geschrieben, habe ich da weiter ausprobiert, um einfach mal diese Benutzungselemente kennenzulernen. Und hier führt es bereits zur zweiten Aussage nach einer Woche, immer dann bei einer Wartezeit. Und das werde ich dir jetzt hier zeigen. Ich gehe hier zurück. Und genau, das ist das hier. Okay, gut. Hier, das ist das andere gewesen bei dieser Form. Das ist ja die Seite von Vui. Und hier logge ich jetzt einfach ein, weil das ist die andere Formsweise. Hier geht es einfach um Aufgaben, die umgesetzt werden. Und da gibt es die Verprovisionierung, ist eher gering, dennoch ein guter Start. Und hierbei ist zu beachten, das ist im unteren, und zwar ist das hier bei Auszahlung anfordern. Das ist der Betrag und ja, das erhöht sich einfach jeden Tag und bis zum 15. des vorigen Monats lässt sich da das hier so nutzen. Dann folgt hier diese Auszahlungshistorie und das ist hier zuletzt am 15.03. vor wenigen Tagen und das ist dieser Status aktuell. Okay, das ist einfach fortlaufend. Aber das ist eingeschränkt. Und das andere ist das, was interessant ist, hier der Beweis dazu. Mit dieser, das ist einfach die Umrechnung in der Währung, wo ich bei diesem Zahlungsanbieter angegeben habe. Hier bei, ja, sind diese 2 Auszahlungen von 1,11 und 2,84. Einfach die Umrechnung beachten. Okay, geht damit zurück, um hier zu zeigen, das ist ja diese hier, also das ist, funktioniert einwandfrei, um das Technische, was hier zugrunde liegt, zu verstehen. Und dann habe ich in der Tat geschaut, was bringt am meisten in einer kurzen Zeit. Und das führt dazu, dass hier dann folgende 2 sich bewährt haben. Du kannst hier anhand von den Höhe der Münzen, also plus, hier bei einem ist es über 800 und bei einem anderen ist hier ja, bei über 400 und das ist bei über 2000. Also sobald hier mich in diese App dann einlogge und mindestens dann die nächsten 483 Sekunden in dieser App verbringe, dann sind es diese 2803 Münzen, die da ja, gut geschrieben werden. Und bei jedem dieser Spiele ist das Vorgehen genau gleich. Einfach die Art des Spieles ist anders und umso länger gespielt wird, umso höher ist die Anzahl der Münzen. Also wie im Casino, dort ist einfach mehr Glück nötig und hier ist es einfach garantiert. Okay, also das heißt, jeden Tag 8 Stunden gibt es einfach mehr Münzen.
Genau. Also es ist einfach eine mathematische Formel, die hier zugrunde liegt, um das zu nutzen zu können. Und sobald hier gibt es die Prämien, die da zugrunde liegen. Also du erkennst hier, wie viele Münzen es braucht. Sobald es grün hinterlegt ist, kann eine Auszahlung getätigt werden. Und du erkennst hier sehr deutlich, dass das jetzt hier der Fall ist. Und die nächsthöhere Stufe braucht es einfach mehr Münzen. Und jetzt mathematisch gesehen sind es ja hier 0,56, 1,11, 2,78 und 5,55. Und zusammengerechnet diese Optionen, also diese 1, 2, 3, 4 ergeben dann diese 10 Schweizer Franken, respektive sind es ja Euros. Genau. Das lässt sich hier mathematisch einfach berechnen. Und anhand der Münzen oben links, erkennst du sie ja, kann das da dann so genutzt werden. Genau, also am besten einfach jeden Tag einmal nutzen, um da fortlaufend diese Münzen zu erhalten. Genau. Und das werde ich jetzt hier tun. Da gibt es jetzt das Profil und hier gibt es diese 25% Münzen zu spielen. Und jetzt mathematisch gerechnet, das ist reine Mathematik, das sind ja hier diese 56.478. Heißt mathematisch gesehen, dann, also 56.478 durch die Anzahl der Punkte, die da sind, sind es diese hier. Das ist reine Mathematik. Also ich habe jetzt hier diese Punkte an zu Münzen genommen, gerechnet und hier jeweils, also jetzt, weil in diesem Rechnungsbeispiel habe ich diese hier genommen, um zu errechnen, wie viel Zeiteinheit es benötigt, um diese Punkte hier zu halten, und das entspricht dann einfach gesagt dieser 1,11. Genau. Und dann kann ich hier aufgehen. Und es steht, erhältst dein Beheberguthaben nach erfolgreicher Auszahlung und das Guthaben wird innerhalb von 7 Tagen. Und in der Tat geht es ja schneller, so wie ich dir es gezeigt habe. Und weil hier erfolgte ja diese Erstauszahlung, das war hier der Fall mit diesem Unterschied da, das war da. Und am nächsten Tag war es bereits gut geschrieben. Also ich gehe jetzt hier drauf und gehe auf Auszahlen und ist in Bearbeitung. In diesem Moment haben sich logischerweise die Anzahl der Münzen verringert und somit hat sich dieser Status hier wiederum auf den ursprünglichen Punkt zurückgesetzt. Hier ist es aufgeführt, dass diese Paypal-Auszahlung in Bearbeitung ist, und zwar heute, und diese Zeit, da wächst der Baum noch, einfach konzentriert bleiben, und so lässt sich das Ganze nutzen, und dann beginnt es wieder von vorne. Genau. So. Genau, das sind 2 Tage, die es braucht. Das ist ja vom 3. März bis zum 5. März. Genau.
Und wichtig ist zu beachten, dass das Bein, also das Registrieren, am Anfang ist ja unterscheidbar Frau und dann hier das Alter, bei mir ist es das gemäß ID das. Und hier kommt ja jetzt die Nutzungsbedingungen. Und da gilt es, das wirklich genau zu lesen. Ich habe es einfach gemacht, ich habe es einfach akzeptiert. Da, ja, ansonsten könnte ich das gar nicht nutzen. Das ist ja bei jeder App das Gleiche. Selbst das Smartphone an sich lässt sich ja gar nicht nutzen, ohne das ganz am Anfang das zu akzeptieren. Sonst ist ein Smartphone nicht nutzbar. Und da geht es um diese Prämien erhalten möchten. Solange Sie keine Auszahlung von Prämien erhalten möchten, braucht es da auch keine vollständige Datenschutzungserklärung bezüglich Porträtaufnahmen. Also Datenschutzrichtlinien sind hier mit zu beachten. Ja, und sollte hier abgelehnt werden, dann schließt sich diese App und der Nutzung ist einem verweigert. Genau. Genau, immer dann am besten beim Warten auf den nächsten oder die nächste Verbindung mit dem öffentlichen Verkehrsmittel kannst du es am idealsten nutzen, um so die Wartezeit zu verringern. Oder ja, ansonsten wird man ja eh nur irgendwelche News lesen aus der Welt, die zwar interessant wären, um aktuell, ja, um zu wissen, was auf der Welt passiert, stimmt schon, genau. Allerdings bringt es ja dir persönlich ja nichts zu wissen, dass jetzt dort vielleicht eine Überschwemmung stattfindet oder Hungersnöte leidet oder. Es gibt so viele Probleme auf der Welt und deshalb ist das eine Alternative dazu, um ein bisschen das Schönere zu haben, weil irgendwann wirst du ja sowieso erfahren, was in der Welt läuft. Und es geht immer darum, irgendwie zu spenden zu können. Und ja, dann ist wieder gefragt, verfügst du über Geld, um spenden zu können. Ja, ansonsten, ja, kann man da nichts tun. Richtig. Schau dir einfach an, was ich dir gezeigt habe. In aller Ruhe, weil es braucht schon etwas Zeit, um das zu verstehen, dieser technische Ablauf. Aber da ich es ja auch, ja, also bis ich es verstanden hatte, dauert es circa 5 bis ja, 10 Minuten. Genau. Einfach ausprobieren und vielleicht müsstest du ja auf eine andere App verzichten, wie beispielsweise sehr bekannt ist ja Instagram und dafür nutze ich diese nicht mehr. Da ja, letztendlich braucht es immer auch eine gewisse Priorisierung, welche App genutzt wird, die dir einen gewissen Vorteil bringt. Okay. So, ich muss weiter und hoffe, es hat dir geholfen. Genau. Sonst können wir morgen nochmals. Genau. Okay. Gut. Danke dir.